Hallo zusammen, hier ist Micho, hier ist Pavel. Heute gibt es ein neues YouTube-Video und es ist soweit. Modul 2 von Kaplun Kreativakademie ist raus. Bleibt dran! Alle, die jetzt Modul 1 gekauft haben, haben wahrscheinlich schon darauf gewartet, dass wir mit Modul 2 loslegen. Gut, wir haben Modul 2 für April versprochen und wir sind ein kleines bisschen früher dran. Das ist nicht schlimm. Obwohl es mehr geworden ist, als wir uns eigentlich vorgenommen haben. Ja, und das ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema, was wir da im Modul 2 gemacht haben. Im Modul 1 haben wir natürlich mehr Theorie erklärt, mehr Grundlagen und jetzt geht es um die praktische Fotografie. Ja, praktische Fotografie, dass ihr einfach sagt, okay, wir legen jetzt los und wir wollen uns fotografisch kreativ austoben. Ja. Wir haben auch einen etwas unorthodoxen Ansatz gewählt, wie wir bereits im Modul 1 versprochen haben. Normalerweise bei der Kreativität, einer Agenturarbeit etc., man sitzt zu Hause am Schreibtisch oder in der Gruppe mit Papier, Brainstorming und so weiter. All das, das heben wir uns für Modul 3 auf. Bei Modul 2 tragen wir einer Tatsache Rechnung, die wir halt immer wieder antreffen in der Praxis. Wenn man jetzt nicht gerade ein Berufsfotograf ist, der einen Auftrag bekommt, den er erfüllen muss. Ihr geht raus, ihr fotografiert. Ohne jetzt ein 20-seitiges Skript oder eine Stichwortliste zu haben, was genau und wie ihr es fotografieren wollt. Die Situation gibt's, aber das ist jetzt nicht die Mehrheit. Wie geht man jetzt damit um, wenn man jetzt vor Ort ist und vor Ort kreative Varianten von Motiven erzeugen will? Genau darum geht es in Modul 2. Ja, und da kommen wir um das Thema Motivklingel nicht rum. Ja, genau. Das ist das, was alle fragen. Ja, ihr fotografiert. Warum fotografiert er so? Ich würde da vorbeigehen, ich würde das nie fotografieren, ich würde das nie so sehen, weil ich gehe einfach vorbei und ich merke das nicht. Ja, und genau darum geht es. Wir haben im Modul 1 schon einiges angerissen, aber im Modul 2 erklären wir ganz genau, was tun, um diese Motivklingel klingeln zu lassen. Ja. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Ja, weil viele, wenn wir zum Beispiel an einem Motiv vorbeigehen und sagen, ach, lasst uns das fotografieren. Ah, ich habe das nicht gesehen, ich bräuchte auch so eine Motivklingel. Was oft sozusagen unterstellt wird, die Motivklingel ist der Anfang. Motivklingel klingelt und dann fotografiere ich das. Die Motivklingel klingelt erst dann, wenn hier und hier alles fertig ist. Wenn wir uns alles überlegt haben und auf diese neue Idee gekommen sind, erst dann wird das Motiv fotografierelevant und klingelt. Das heißt, die Motivklingel ist das Ergebnis. Nicht der Anfang. Und wie wir dorthin kommen, dass die Klingel klingelt, das zeigen wir in ganz, ganz vielen Beispielen, einem Mini-Theorie-Teil. Aber wir machen es so, dass ihr im Prinzip so eine Art Checkliste im Kopf mitnehmen könnt, wenn ihr draußen seid, um zu fotografieren. Diese Checkliste spult ihr im Kopf ab und guckt, ob dann etwas passiert. Und das ist genau das, was wir tagtäglich auch machen, wenn wir mit euch draußen sind. Ja, und nicht nur mit euch, wenn wir zum Beispiel alleine unterwegs sind, auch ohne Kamera. Es ist uns schon oft passiert, dass wir einfach mit Freunden unterwegs waren und da haben wir ein Foto gemacht mit Smartphone, haben gezeigt und die Freunde sagen, wie geht das denn? Ja, ich habe auch Smartphone, ich würde das nie so fotografieren. Ja, das ist der Punkt, Motivklingel, wie wir die Motive erkennen, wie wir die Motive interpretieren, was wir fühlen. Was für Intentionen wir haben, diese Motive zu finden, das ist der Punkt. Ja. Und wer uns kennt, der weiß, klar, wir mögen Architektur, wir mögen Landschaften etc., ein bisschen People. Mhm. Und wenn man sagt, naja, also im Prinzip alles. Genau, aber oh, das ist ja dann bestimmt wieder in Anführungszeichen nur Architektur oder nur Natur, Landschaft. Ja, auch. Aber, das ist extrem wichtig, die Prinzipien, die wir zeigen, die wir erklären anhand dieser konkreten Beispiele, lassen sich natürlich auf beliebige andere Genres übertragen. Jetzt nicht unbedingt, wenn ihr jetzt im Studio seid und ein Set aufbaut. Da kommen wir noch dazu. Aber Modul 2, spontan draußen vor Ort sein, erkennen, was andere nicht erkennen. Wir haben, ich glaube, in Summe 36 Lektionen. Allein 23 davon sind praktische Lektionen. Ganz genau. Ja, das heißt, mich und ich, wir gehen raus, wir fahren raus, wir fotografieren, wir entdecken, wir erkennen,
Wir interpretieren nicht nur das, was wir sehen, sondern interpretieren die Sachen rein, die man vielleicht nicht sieht. Aber durch gekonntes Fotografieren kommen die Sachen zum Vorschein, die anderem einfach verborgen bleiben. Und ja? Wirklich, also extrem wichtig diesmal auch, all das, was wir in dem Training haben, wenn wir vor Ort sind, die meisten würden dann denken, ah ja, die haben sich das vorher genau überlegt und gehen einfach raus und fotografieren genau das. Nee, das Training ist genauso, also wir fotografieren genauso, wie wir annehmen, wie ihr auch draußen fotografiert. Das heißt, natürlich hatten wir eine Gesamtsumme an Sachen, die man irgendwann didaktisch rüberbringen muss, aber wir sind raus und haben fotografiert und haben beim Fotografieren dann gesammelt, was haben wir denn eigentlich wirklich an Techniken eingesetzt und haben dann zu Hause einfach abgehakt. Haben wir jetzt genug oder fehlt noch etwas? Aber all das, was wir fotografiert haben, ist spontan entstanden, so wie es bei euch normalerweise dann auch passieren wird. Ja, jetzt zeigen wir euch einen Ausschnitt aus diesem Videotraining, damit ihr euch ein Bild machen könnt, was euch im Modul 2 erwartet. Und dann könnt ihr sehen, was wir gemacht haben. Jetzt ziehen wir einfach mal etwas ab. Was heißt das? Wir befinden uns gerade im Parc Güell in Barcelona am Haupteingang. Für diejenigen, die das nicht kennen, das ist eine der Hauptattraktionen in Barcelona. Und am Haupteingang sind natürlich die meisten Menschen, weil das direkt neben dieser berühmten Terrasse ist. Pavel dampft jetzt gerade im Hintergrund. Also wenn so Schwaden durchs Bild gehen, das bin nicht ich, das ist er. So. Die meisten, die so etwas fotografieren, die sagen dann, ich konnte nicht fotografieren, weil da waren so viele Leute und ich komme halt nur morgens oder kurz vor Schluss hin und versuche das menschenleer zu erwischen. Das ist das traditionelle Vorgehen, wenn man halt die Totale fotografiert. Aber immer, immer grundsätzlich, wenn ihr unterwegs seid, habt ihr die Möglichkeit, etwas aus dem Bild abzuziehen. Warum ziehen wir etwas ab? Weil wir die Essenz des Motivs darstellen wollen. Das ist immer eine Alternative zur Totalen. Wenn wir uns jetzt hier die Szenerie anschauen, sobald ich die Totale fotografieren möchte, habe ich immer die ganzen Leute drauf. Aber ist das für die Essenz oder für den Charakter eines Gebäudes oder des Motivs wirklich wichtig? Wenn wir uns das anschauen, die Leute, nicht relevant, können wir abziehen. Das Schild mit Parc Güell können wir abziehen. Die Tür, abziehen. Unten das Mauerwerk können wir auch abziehen. Was ist das eigentlich Wichtige? Das sind die Fenster. Also in meinen Augen, die Fenster und das Dach. Und wenn ich mich jetzt darauf fokussiere, weil ich den Rest abgezogen habe, ergibt sich automatisch eine Bildvariante. Und die werden wir jetzt fotografieren. Ich werde jetzt hier rechts das Dach und die Fenster nehmen, weil die den Charakter des Gebäudes widerspiegeln. Die Sonne sitzt auf dem Dach. Und als Gegenspieler zum Dach werde ich jetzt ein bisschen von dem Baum ins Bild bringen. Und das Gleiche bei dem Gebäude, vor dem ich jetzt hier stehe. Ist im Halbschatten, wir haben ein bisschen Sonne dahinter, kann man was draus machen, aber auch hier, das Wichtige ist Dach und Fenster, als Gegenspieler den Baum. Zwei Motive, ohne dass ich mich bewegt habe. Genau, das mache ich jetzt. Ich wollte gerade durch das Display gucken. Ich glaube, das Feature gibt es noch nicht. So, ich zoome jetzt so ran, dass ich wirklich eben nichts mehr davon unten sehe. Keine Leute, kein Schild, keine Tür, gar nichts. Bringe das Gebäude ins rechte Drittel, ganz klassisch. Hier war das eine Querformataufnahme. Hier, gucken wir mal, werde ich es genauso machen, weil wenn ich nur das Dach nehme, das ist zu wenig. Es ist eine dokumentatorische Aufnahme. Aber wenn ich jetzt hier das Fenster, das Dach und ein bisschen Baum drauf bringe, dann habe ich eine Komposition, die das Bild ausfüllt und interessant macht. Und das ist ein Prinzip oder eine Möglichkeit, egal wo man ist, durch Abziehen auf das Wesentliche zu fokussieren. Und viele Fotografen sagen dazu, ach ja, ich fotografiere jetzt halt mal Details. Aber warum? Jetzt habt ihr gelernt, wie wir denken, um zu unserem Motiv zu kommen. Modul 2 ab sofort bei uns im Shop verfügbar, natürlich mit Modul 1. Ja. Also man kann das einzeln kaufen oder man kauft das im Paket Modul 1 bis Modul 6. Und wir haben jetzt eine kleine Veränderung gemacht. Das haben wir noch nie gemacht eigentlich. Ja, manche sagen, ist frech, es geht dann nur ums Geld. Ja und nein, man könnte natürlich sagen, okay, wir haben falsch geplant. Aber de facto ist es so, das, was wir jetzt gemacht haben, ist mehr
als wir ursprünglich geplant haben, an Aufwand, an Material, an Wertigkeit. Und weil das so ist, haben wir, vor ein paar Tagen beschlossen, das Gesamtpaket und die Einzelmodule werden in Summe teurer. Diejenigen, die jetzt schon oder vorher schon Modul 1 bis 6 gekauft haben, das bleibt alles so, ihr kriegt ja Modul 1 bis 6. Wir werden Mitte April den Preis der einzelnen Module und den Preis für das Gesamtpaket erhöhen. Und wer bis dahin zuschlägt, bekommt noch den alten Preis, danach ein neuer Preis. Eine Sache, und es freut mich, dass wir das auch anbieten können. Einige haben gesagt, ich weiß jetzt nicht, was die beiden alten Säcke so im Laufe der Zeit noch sozusagen auf die Straße bringen werden. Ich teste mal Modul 1 an. Wenn mir das gefällt, überlege ich mir, ob ich den Rest dann auch nehme. Und gibt es eine Upgrade-Möglichkeit, dass ich sage, wenn ich jetzt Modul 1 habe, ich möchte zum vergünstigten Preis, weil das Gesamtpaket Modul 1 bis 6 ist günstiger als die Summe der Einzelpakete. Ich habe Modul 1, kriege ich einen Upgrade-Preis, sodass ich in Summe sozusagen keinen Nachteil habe und einen günstigeren Gesamtpreis bekomme. Kriegt ihr im Shop, gibt es auch das Upgrade-Paket, wer Modul 1 hat, da ist dann Modul 1 bis 6 drin, vergünstigt. Ja, und das finde ich ganz fair, weil wenn ihr Sorgen habt, dass wir irgendwas geliefert haben, was vielleicht nicht ganz so toll ist, wenn ihr jetzt überzeugt seid, dass wir unsere Arbeit gut gemacht haben, dann könnt ihr natürlich Upgrade-Paket kaufen und da verliert er keinen Cent. Ja? Wer Modul 1 jetzt gekauft hat, könnt natürlich umsteigen auf Module 1 bis 6 und das ist dann quasi zum Preis von diesem Paket alle Module zusammen, alle 6 Module. Genau. Und wie Micho schon gesagt hat, ab Mitte April erhöhen wir den Preis. Also wer jetzt komplett alles kauft, das bleibt bei dem Preis wie jetzt. Und ab Mitte April wird das teurer, weil wir haben noch 4 Module zu produzieren. Und wir haben natürlich Themen, die auch ziemlich heftig sind. Ja? Ja. Also wir bleiben nicht dabei, dass wir sagen, Wischiwasche, immer das Gleiche. Nein, es wird sich alles verändern. Wir werden viele Aspekte der Fotografie, der kreativen Fotografie neu aufziehen, aus unserer Sicht neu aufrollen und euch zeigen, wie wir fotografieren, wie wir unsere Ideen umsetzen und wie wir das Ganze produzieren. Ja, wir haben jetzt viel über Zahlen gesprochen, aber es ist unser größtes Werk nach wie vor, wenn wir fertig sind. In Summe, wir hatten im Modul 1 ein bisschen über drei Stunden, Modul 2 auch nochmal über 3 Stunden. Das sind schon 6 Stunden für 2 Module. Ja, nach 6 Modulen, das wird richtig massiv. Und wir finden nach wie vor, es ist für alle Fotografen relevant. Ihr könnt natürlich in die Bücherei gehen. Doch, gibt es. Ja, gibt es noch, ja. Ihr könnt natürlich das ein oder andere Buch euch holen und einen bestimmten Ansatz durchlesen. Aber ich glaube, in dieser Videoform, das gibt es selten bis ganz selten. Und es ist natürlich unsere Praxissicht auf die Fotografie, was gerade Hobbyfotografen berücksichtigt und eben nicht nur die typische Werbekampagne und Agenturarbeit. Ja, absolut. Ja. Also ab sofort Modul 2 verfügbar, Modul 1 schon sowieso. Und wir bleiben dran, wir machen das weiter und werden euch weiter beibringen, wer euch kreativ fotografisch entwickelt. Ja? Ja, das war's für heute. Jetzt haben wir euch alles erzählt. Ihr habt das gesehen, was wir produziert haben im Modul 2, ein Ausschnitt dazu. Und haut rein. Seid kreativ, fotografiert, entdeckt, interpretiert. Lasst eure Gefühle, euer Herz, eure Intuition sprechen und ihr werdet auf jeden Fall fotografisch weiterkommen. Ja, Micho? Jawohl. Du hast gut gesagt. Das war das Wort zum Freitag. Diesmal das ist normalerweise mein Part. Ich weiß, bei mir heißt es immer, trink drüber nach. Aber ich glaube, jetzt, wir rauchen ein Pfeifchen und trinken darüber. Absolut. Also dann bis zum nächsten Mal. Grüßt Oma und wir rauchen jetzt darüber nach. Ciao.